Es ist tatsächlich soweit. In Battlefield 2042 gibt's noch, in Anführungszeichen, neuen Content. Damit hätte ja wirklich keiner gerechnet, vor allem nicht mit so einem relativ umfangreichen Event, den sie jetzt gestartet haben mit Circle of Hell. Das ist der Battlefield 2042 Halloween Event, der jetzt seit dem 29. am Start ist und den wir zocken können. Und ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube, es ist einer der besseren Events, die Battlefield 2042 hatte. Ganz ehrlich. Natürlich haben wir ihn schon gespielt und für euch getestet, worum es da geht und wie er so ist. Als erstes Mal gibt es zwei Circles, also zwei Kreise der Hölle. Im ersten haben wir tatsächlich eine Hardcore-Experience, also ein Hardcore-Modus. Battlefield-Veteranen werden wissen, was damit gemeint ist. Für die, die es nicht wissen, man stirbt schneller, man tötet allerdings auch schneller. Das heißt, die Waffen machen mehr Schaden, beziehungsweise man hat als Soldat nur 60% Health. Die Fahrzeuge sterben schneller, aber auch die sind tödlicher. Man hat zum Beispiel keine Hitmarker, sondern nur den Sound, wenn man jemanden trifft. Man hat keine Minimap, Friendly Fire ist an. Also nicht besonders fehlerverzeihend. Man muss schon auf Zack sein und das Ganze tatsächlich ein bisschen defensiver spielen, würde ich jetzt sagen, weil man ansonsten relativ schnell tot ist. Außerdem ist es in diesem Modus ja tatsächlich mal wieder so, dass die Klassen, also Recon, Medic, Engineer etc., wieder nur ganz bestimmte Waffentypen spielen können. Also nicht wie es in 2042 sonst ist, dass jeder alles spielen kann, sondern man ist innerhalb der Klassen wieder beschränkt auf bestimmte Waffenkategorien, so wie es bis jetzt in jedem Battlefield eigentlich war. Dann gibt es da aber noch den zweiten Kreis der Hölle. Hier ist quasi alles gleich wie beim ersten Modus, also die Karten und so weiter. Allerdings fällt diese Hardcore-Experience weg, also mehr oder weniger normales Battlefield. So, der ganze Event ist über tatsächlich 4 Wochen ausgebreitet, also der ist jetzt nicht nur über Halloween am Start, sondern begleitet uns, wie gesagt, 4 Wochen. Wir befinden uns jetzt in der ersten Woche, die geht vom 29. Oktober bis zum 5. November und hier spielen wir Conquest Hardcore auf 2 Maps, Battle of the Bulge und El Alamein. Wobei ich die letztere Map nicht so ganz nachvollziehen kann, warum sie die für diesen Modus gewählt haben. Also gerade auf Hardcore ist das doch, finde ich, ein bisschen schwierig, da sie sehr, 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 sehr offen ist, wenig Deckung bietet und das Ganze einfach ein Sniperfest ist. Also wie gesagt, ich kann nicht so ganz nachvollziehen, warum sie genau die Karte genommen haben und nicht irgendwas Besseres. Battle of the Bulge spielt sich das schon sehr viel besser, vor allem in diesem Örtchen um die Kirche rum macht das doch recht viel Spaß. Vor allem, da sie die beiden Maps ja auch umdesignt haben, wie man ja schon die ganze Zeit im Gameplay sieht. Das Ganze findet eher bei Nacht statt, passend zu Halloween natürlich. Es kommt was auf euch zu. Passend zum Holy Halloween gibt's einen neuen Energy Flavor. Blood Orange Bat heißt er, mit dem süß-sauren Geschmack von Blutorange. Und natürlich gibt euch Holy Energy den langanhaltenden Kick, den ihr für eure Opfer braucht. Und natürlich gibt's auch an bestimmten Einkaufswerken wieder passende Goodies. Eine Blood Orange Kerze, ein Glow-in-the-Dark Thermoshaker oder ein Glow-in-the-Dark T-Shirt. Mit dem Code LUKE5 spart ihr als Erstbesteller 5 Euro an der Kasse oder mit LUKE10 10% auf alles. Den Link gibt's in der Beschreibung oder im Linktree. Schlag zu! Es hat alles so einen leicht grünlichen Touch, also ist alles so ein bisschen creepy. Und gerade bei Battle of the Bulge finden wir hier und da mysteriöse Feuerkreise mit Equipment von einer Firma, die Battlefield 5 Liebhabern noch bekannt sein sollten. Hier haben wir die Insignien von Sullis. Das ist eine Organisation, die wir aus Battlefield 5 aus Firestorm kennen. Da wollten sie ja eine schöne Geschichte drumrum spinnen, um diesen ganzen Firestorm Battle Royale Modus, der so ein bisschen links liegen gelassen wurde, deswegen wurde das Ganze nie weitergeführt oder beendet. Aber die Organisation, um die sich das Ganze gerankt hat, war halt Sullis. Und genau die tauchen jetzt hier wieder auf an Feuerkreisen. Wir erinnern uns, Firestorm, Feuerkreis, der immer kleiner wird, ne? Also vielleicht gibt es hier noch ein Easter Egg zu entdecken. Also, was ich schon mal sagen muss, der Vibe von den Karten ist mega gut getroffen, finde ich. Also, gerade Battle of the Bulge, finde ich, sieht so mega aus und macht richtig viel Spaß, den zu spielen. Auch sogar im Hardcore-Modus, obwohl ich da nicht unbedingt der Fan von bin. Ich mag es ja, wenn man die Gegner ein bisschen tracken muss, wenn die Time to Kill nicht besonders kurz ist. Und Hardcore ist halt exakt das Gegenteil. Aber gut, es gibt davon viele Fans, deswegen ist das schon alles in Ordnung. Viele Leute spielen gerne Hardcore und für die ist das auf jeden Fall ein guter Modus.
Also man kann das Ganze schon fast als Mini-Season betiteln und nicht nur als Event, denn wir haben auch einen kleinen Battle Pass, auf dem wir uns allerhand Sachen freischalten können. Da gibt's Skins etc. Da gehe ich jetzt nicht besonders drauf ein, die kann man sich ja angucken. Wie immer gibt es Dinge, die man sich ohne rein zu cashen erspielen kann, und dann haben wir einen Premium Battle Pass sozusagen, wo wir noch mehr bekommen, wenn wir ein bisschen was bezahlen wollen. Die das tun wollen, sollen das tun, die anderen bekommen ein bisschen weniger. Die Skins natürlich sind alle so ein bisschen creepy. Es geht halt um Halloween, das sieht man auch an den Skins eindeutig. Ein paar sind mir doch ein bisschen zu Call of Duty-like. Also, wenn das in dem neuen Battlefield so weitergeht, ja, ist irgendwie ein bisschen komische Richtung, die das Ganze jetzt einschlägt. Aber ich befürchte, dass sie da in dem neuen Battlefield auch hinwollen, weil sie Skins verkaufen wollen, denke ich mal. Also, da können wir uns schon mal drauf einstellen, dass das weitergeht. Ich glaube nicht, dass sie jemals wieder zu diesen ganz normalen, in Anführungsstrichen, Battlefield 3, Battlefield 4 Skins zurückgehen. Das wird jetzt ein bisschen mehr wie Call of Duty. Damit muss man sich abfinden. Oder halt auch nicht, je nachdem. Gut, aber es gibt auch noch neuen Content in Form von einer neuen Waffe, die jetzt auch in All Out Warfare zu finden ist, beziehungsweise spielbar ist, nachdem man sie natürlich freigespielt hat. Auf Level 15 im Battle Pass gibt's die M1 Garand oder Garand oder wie auch immer man sie ausspricht. Jeder kennt diese Waffe, schon alleine am Nachladeping zu erkennen. Eine halbautomatische Waffe aus dem Zweiten Weltkrieg, und so spielt sie sich auch. Da gibt's nicht besonders viel Schnickschnack freizuspielen. Wir haben 3 Scopes, die wir haben können. Ein Red Dot, das schon sehr an das von Battlefield 5 erinnert. Dann haben wir ein Zweifach-Scope und ein Sechsfach-Scope. Leider habe ich die nicht lange genug gespielt, um das alles freizuspielen. Auf Hardcore ist die Waffe wirklich, wirklich sehr tödlich. Die Waffe killt One-Shot in dem Hardcore-Modus auf wirklich noch recht weite Entfernung. Also dafür lohnt sich das Teil auf jeden Fall. Wenn man da jetzt das Zwei- oder Sechsfach noch draufpackt, ist das im Prinzip eine halbautomatische Sniper für den Modus. Noch was, gerade auf El Alamein sind Thermalscopes ultra stark. Durch diesen ganzen grünlich-grauen Dunst sieht man wirklich sehr wenig, und da die Entfernungen auch relativ groß sind, sollte man sich überlegen, halbautomatische Waffen zu benutzen, die wirklich super stark sind, oder auf jeden Fall irgendwas mit Thermalscope. Wenn ihr das nämlich ausgerüstet habt, die G428 zum Beispiel hat einen 2,5, was ich da oft benutzt habe, aber auch das Avensis MG hat dieses Scope. Damit seid ihr echt mega im Vorteil gegenüber denen, die es nicht benutzen. Ihr seht die Gegner schon, selbst wenn sie euch noch nicht in dieser ganzen Brühe erspäht haben. Das ist wirklich fast schon ein bisschen overpowered. Probiert das auf jeden Fall mal aus. Gepaart mit Hardcore-Modus ist das schon fast ein bisschen gemein. Hattet ihr schon die Chance, das Ganze zu zocken? Macht es euch Bock? Was haltet ihr von den Karten? Also, wie gesagt, Battle of the Bulge, finde ich, ist mega gut gelungen in dem Vibe. Vielleicht könnten sie das Ganze auch so lassen. Hier und da krähen mal Raben und es raschelt mal neben euch. Also sogar soundmäßig hat sich die Karte ein bisschen verändert. Seid ihr Hardcore-Spieler oder nicht? Schreibt es auf jeden Fall alles mal in die Kommentare. Würde mich tatsächlich interessieren, wie dieser Event von Battlefield 2042 bei euch ankommt. Ob es euch dazu verleitet hat, doch mal wieder reinzuspringen, oder ob ihr sowieso schon die ganze Zeit spielt. Ich bin ja tatsächlich länger nicht mehr in diesem Spiel gewesen. Da gab es anderes zu daddeln. Vielleicht springe ich aber tatsächlich auch mal wieder hier und da rein, weil eigentlich hat es mir Spaß gemacht. Hardcore kann natürlich auch sehr frustrierend sein hier und da. Man hat da schon mal Runden, wo man halt einfach umfällt. Zumal man auch keine Killcam hat in dem Modus und nicht weiß, von wo man erschossen wurde. Das kann schon mal ein bisschen frustrierend sein, auf jeden Fall. Aber gerade das Nightbird-Fliegen zum Beispiel hat mich wieder ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Das ist doch ein bisschen meine Lieblingsbeschäftigung in dem Spiel. Und wenn ihr Bock habt, vielleicht gibt es ja mal wieder den ein oder anderen Stream von 2042. Abonniert auf jeden Fall den Kanal. Guckt doch mal bei Twitch vorbei und lasst da auch ein Follow da, wenn ihr Bock habt. Würde mich sehr freuen. Alles in allem bin ich überrascht, dass es tatsächlich ein recht gelungener Modus ist, der sich lohnt. Wir können auch mal kurz schauen, was die Event-Roadmap noch so hergibt. In der Woche 2 von 5. bis zum 12. November bekommen wir noch einen Modus dazu sogar. Rush Hardcore und Conquest Hardcore können wir dann spielen. Die Maps bleiben die gleichen. Battle of the Bulge und El Alamein. Wie gesagt, El Alamein, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Also ich meine, es ist eine hübsche Map, so wie sie aussieht, mit diesen Änderungen. Aber die Spielbarkeit, naja, da hätte es, glaube ich, was Besseres gegeben. So, dann in der dritten Woche, vom 12. bis zum 19. November, haben wir Breakthrough Hardcore, Rush Hardcore und Conquest Hardcore. Hier kommt Redacted dazu. Das könnte auf Hardcore natürlich richtig klatschen mit den ganzen Choke Points. Und in der vierten und letzten Woche vom 19. bis zum 26. November haben wir auch wieder die drei Spielmodi Breakthrough, Rush und Conquest, jeweils in Hardcore und nicht Hardcore. Und hier bekommen wir Orbital. Redacted fällt dann anscheinend raus und wir bekommen Battle of the Bulge, El Alamein und
Orbital. Wobei Orbital und Redacted nicht verändert wurden, was ich dann hier auch wieder nicht so ganz nachvollziehen kann. Also da hätte man vielleicht die extra Meile sozusagen gehen können, um die auch anzupassen und in dieses Halloween-Grün zu tauchen. Ist anscheinend nicht passiert. Schade, aber so ist es nun mal. Das wird auf jeden Fall Circle of Hell sein. Wie gesagt, läuft ab jetzt bis zum 26. November. Battle Pass gibt es, Sachen zum Freispielen gibt es, Hardcore-Modus gibt es. Und das war's im Prinzip von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal. Tschüss!